einen schönen ersten Advent wünsche ich euch. Und zwar, wir kommen nach gefühlt Jahren wieder zu einem neuen Video. Und dies ist auch so gleich das zweite Türchen in meinem YouTube-Adventskalender. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hey, was denn für ein YouTube-Adventskalender? Ja, und zwar nämlich, ich habe mir vorgenommen, jetzt muss ich erstmal die scheiß Musik machen, ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich diesen Dezember einen YouTube-Adventskalender mache. Sag mal, kann das irgendwie sein, dass du die Idee nicht von irgendjemandem Schimmer geklaut hast? Zum Beispiel von Galileo. Ich weiß, das gab's schon mal. Aber noch keiner hat das mit Let's Plays gemacht. Also das ist doch echt absurd. Das haben ja auch schon viele Leute gemacht. Stimmt's? Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Ja, genau, Andreas. So sehe ich das nämlich auch so. Das ist mir jetzt tatsächlich egal. Ich habe jetzt einen YouTube-Adventskalender und jeden Tag wird es ein Video von mir geben. Und zwar nämlich, jeden Advent ist es eine Ausnahme. Da wird es immer irgendein Video geben. Aber in der Woche wird es immer ein Let's Play geben. Ja. Und zwar, vertausche ich das aber jetzt diesen ersten Advent so, weil ich nehme das Video jetzt gerade am ersten auf. Und ich habe vor ein paar Wochen schon ein Video mit Robin Verzaubert aufgenommen. Ich habe es fertig geschnitten, habe es versucht hochzuladen, der Upload ist nur dreimal abgekackt. Nachdem ich das Video hochgeladen habe, versuche ich es nochmal hochzuladen, wenn der Upload nicht abkackt. Und das wird dann zum ersten Advent das Video sein. Also erstes Türchen eigentlich, sag mir jetzt mal so. Ja, also diese wird jetzt, wow, ich habe mich gerade schon versprochen. Ich sag mal, kämpfst du jetzt mal irgendwann zu deinem Scheißpunkt? Ja gut, okay, halt hier so, ich mache jetzt eine Ausnahme. Ich nehme das Video eigentlich, das Let's Play als, Dingens ersten Advent halt. Und das Video von Robin verzaubert dann halt als erst dieses Türchen. Ja, es kommt dann danach halt, nach diesem Video, wenn der Upload mich schon wieder nicht abkackt. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt das Prinzip verstanden. Und ich brauche jetzt nicht mehr um den heißen Brei herumzulabern. So, fertig. Gut. Wir spielen heute als Let's Play eine Runde Minecraft. Und zwar nämlich auf meiner Welt, die ich bisher schon gebaut habe. Ihr dürft jetzt mal hier abstimmen, ob ich lieber in Minecraft eine komplett neue Welt anfangen soll oder ob wir auf dieser Welt hier weiterspielen sollen. So, erstmal das so richten. Und ab nächsten Jahr wird sich das übrigens dann wieder mit dem Advent ändern. Und zwar werde ich dort nämlich dann immer einen Adventskalender auspacken. Vielleicht werde ich ihn auch sehr hart zermüllen, aber ich werde ihn auspacken. Jeden Advent. Dann macht euch auf nächstes Jahr gefasst. Also ich mache dann diese Phase mit, dann öffne ich meinen Adventskalender nächstes Jahr. Dieses Jahr mache ich es nicht. Also Türchen für Türchen, jeden Tag eins an meinem richtigen, ist für mich mit. Und dieses Jahr halt, nächstes Jahr öffne ich dann jeden Advent einen Adventskalender. Können trashige sein oder auch teure. Je nachdem, wie viel Money mir zur Verfügung steht. Gut. Ich würde erstmal sagen, wir fangen an. Ja, okay, gut. Und da wir in Minecraft sind, gehen wir natürlich erstmal in eine wunderschöne Höhle. Ach, guck mal hier mein Haus. Muss ich auch mal weitermachen. Hab ich im Baumhaus eigentlich noch ein paar Sachen? So, okay, gut. La 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 la. Hui. Ach, du willst geschlagen werden? Ja, komm mal her. Lecker Fleisch. Nehme ich mir gleich mal mit. Vorsicht, radioaktiv. Bin ich halt. Yay. So, eine Goldschwert und eine Smaragd. Lass ich mir hier.
Oh, eine Beet. So, erstmal braten wir. Boah, das sieht so lecker aus. Da läuft mir der Mund im Wasser zusammen. Naja, ich glaube, ich sollte erstmal die Sachen hier unten in die Truhe bringen. Ach, Scheiße. Naja, jetzt haben wir alles und können auch direkt los. Mist, kann nichts abbauen. Wo ist denn die Hülle? Hülle. Dorf, Schwimmbad. Ist aber keins. Komm her, du kleine Schabracke. Wieso bremst du nicht? Oh. Leute. Ich habe mir gerade soeben einen kleinen Fleck in meine Unterhose gebrannt. So, ich glaube, wir gehen erstmal da rein. Wo kommen die ganzen Bogenschützen her? Oh. Lassen Sie mich. Ich habe nichts. Außer Gold vielleicht. Aber. Eisen! So. Wow. Ich habe da ein ganz doofes Gefühl. Nein. Ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, hier ist der Creepy-Creepy-Mann. Nein! Ja, er ist hier. Gott! Ich höre da eine Spinni. Wo ist die? Ach, egal. Gold! Ja, wow! Ich wurde gerade in die Luft gesprengt. Das gibt's doch nicht. Bist du langweilig? Oh! Strand runter oder was? Ist das gerade dein Scheiß Ernst? Gott, bist du Loser, Alter. Hör wo? Hör da. Alter, der hat eine Schaufel. Was bist du denn? Ich kann nicht ein Schaufel. Ja, mir fällt kein Wort. Hasse diese Creeper-Männer. Die müssen immer hier explodieren. Unmöglich. Die Zombies haben auch alle eine Macke. Oh Gott, nein. Fehlt doch, dass jetzt hier Bibi um die Ecke kommt. Mit ihrem Hallihallo, meine Lieben. Oh Gott. Nein, sie spielt Wampa. Nein. Hier bin ich wieder, am Obsidianfluss. Ach, schön. So, einmal abbauen. Das dauert 10.000 Jahre. Lass mich, Mann! Unmöglich, diese Zombies heutzutage. Also ich glaube, langsam habe ich irgendwie so die Lust verloren. Irgendwie ist es langweilig. Hm. Vielleicht schon nicht auf einem PvP-Server oder so. Na, guck mal, Stein. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein dämliches Sound, Alter? Oh. Ja, und du machst mir auch keine Angst. Alles langweilig hier. Los, hier. Du bist nicht mal ansatzweise gut im PvP. Kommen die, by the way, her? Ist hier ein Spawn oder so? Who knows? Nein! Du elender Versicherungsbastard! Naja, das war's mit der Minecraft-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, also das mit dem Creeper war gerade nicht so gewollt, aber was willst du mehr? Hauptsache irgendwie ein Ende. Tschüss. That's it, Brian.